Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen Adventskalender Türchen Nummer 1. Einen schönen erster Advent ist der Sonntag, oder? Ach, keine Ahnung. Jedenfalls einen schönen 1. Dezember zumindest. Mindestens das wünsche ich euch. Und wir wollen ein bisschen reden über Überwinterungsformen von Pflanzen. Denn unsere heimischen Pflanzen haben ja alle die Schwierigkeit, alles was ihr hier im Bild neben und hinter mir und sonst wo sehen könnt, die haben alle das gleiche Problem, nämlich bei uns gibt es einen Winter. Ja? Bevor wir auf diese einzelnen kleinen Überwinterungsförmchen eingehen, muss ich kurz erwähnen, das muss nicht zwingend bei den genannten Beispielen jetzt immer im Winter stattfinden. Ja, es gibt auch Pflanzen, die machen im Sommer das, was unsere Pflanzen im Winter machen. Das heißt, die vegetationsfeindliche Zeit, die Zeit, die für Pflanzen schwierig ist, die irgendwie überdauert werden muss, bis es dann wieder gut wird und man wieder weiter wachsen kann. Diese Zeit kann auch der Sommer sein, und zwar dann, wenn der Sommer eben mit einer Dürre einhergeht. Also ein sehr trockener Sommer standardmäßig stattfindet. Das ist zum Beispiel im Mittelmeerraum so. Oder ähnliche Regionen weltweit, da gibt es das auch recht häufig. Und dann gibt es noch Extremformen von Landschaften, in denen die vegetationsfeindliche Zeit fast immer ist und die vegetationsfreundliche Zeit, also die, bei der man wachsen kann und blühen kann und sich vermehren kann und so weiter, die ist nur wenige Wochen oder tatsächlich auch nur ein paar Tage, je nachdem, welches Ökosystem wir uns angucken. Und auch das gibt's. Auch da muss dann die Pflanze auf die jetzt gleich kommenden Überdauerungsformen zurückgreifen, um eben die Zeit bis zur freundlichen Zeit überbrücken zu können. Je mieser die Bedingungen sind, desto eher tendieren Pflanzen zu einer radikalen Form der Überdauerung. Und damit sind wir jetzt auch schon beim ersten Beispiel und gehen konkret mal ran an den Therophyten. TH, mit TH geschrieben. Ja, ich blende es euch aber auch unten ein. Ist ein Fachbegriff, lässt sich schwer übersetzen. Drum lasse ich einfach die Fachbegriffe mal so stehen, wie sie sind, und überlasse es eurer Intelligenz, euch die zu merken oder nicht, oder euch zumindest zu merken, ja, da gibt es so Pflanzen, die das halt so tun. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die heißen. Ist ja dann auch völlig in Ordnung. Gut, also ein Therophyt ist die krasseste und radikalste Form des Überdauerungsstadiums, nämlich die Überdauerung findet statt im Samenzustand. Soll heißen, viele der Pflanzen, die wir so im Garten pflanzen, die wir auch essen, viele Kulturnahrungspflanzen sind Therophyten, die sind einjährig. Also das, was man allgemein als einjährig in der Gärtnerei bezeichnet, ist alles ein Therophyt. Soll heißen, das Ding hat eine Vegetationsperiode, egal wie kurz oder lang die ist, aber es ist nur eine, wächst in dieser einen Vegetationsperiode vollständig hoch auf die Maximalhöhe, höher wird das Ganze dann nicht mehr, bildet vollständig Blätter, Wurzel, alles völlig neu innerhalb dieser einen Vegetationsperiode, macht Samen, macht Blüten, also andersrum, erst Blüten, dann Samen, und die Samen werden reif, fallen runter, werden vom Vogel transportiert, werden vom Wind weggepustet, je nachdem, was denn, um welche Pflanze es sich konkret handelt und welche Vermehrungsstrategie für ihre Samen die hat. Und wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, dann ist es meistens so, dass spätestens dann auch die vegetationsfreundliche Zeit für diese Pflanze vorbei ist. Und da die jetzt keine Möglichkeit hat, als Individuum irgendwelche Vorrichtungen zu treffen, Vormaßnahmen zu treffen, um einen Winter oder eine Dürre zu überleben. In unserem Fall ein Winter. Ist auch gerade ordentlich kühl heute. Da bleibt dir nichts anderes übrig als sterben. Und das ist jetzt deswegen nicht schlimm und funktioniert in der Evolution trotzdem ganz wunderbar, weil sie ja vorher es geschafft hat, erfolgreich ihre Samen in großer Zahl zu produzieren und zu verteilen vermutlich. Und wenn nicht, dann liegen sie jetzt halt immer noch da rum, wo sie ursprünglich hingefallen sind. Aber das macht auch nichts, sie sind da. So, und der Samen, der ist jetzt geschützt vor der Kälte des Winters oder vor Austrocknung im Sommer, je nachdem. Und dieser Samen ist sehr schwer tot zu kriegen. Drum
kann es jetzt sein, je nachdem, wenn es sich zum Beispiel jetzt um eine Wüstenpflanze handelt, eine wirkliche Wüstenpflanze, mitten in der Sahara und solche Späße, wo es nur alle paar Jährchen mal regnet, wenn es dumm läuft, ja, dann ist dieser Samen deswegen auch darauf ausgelegt, wirklich jahrelang, notfalls jahrzehntelang, auch das gibt's, im Boden einfach rumzuliegen, nichts zu tun, bis er dann doch mal tatsächlich nass wird und durch das Nasswerden quillt er dann auf, also im Fall von der Wüste, und ist keimfähig und legt los. Und dann wächst wieder eben diese Pflanze, die dann innerhalb von weniger Tage, die nämlich die Wüste nass bleibt nach einem Regenereignis, das verdunstet ja alles sehr, sehr schnell, heißt es ja trotzdem noch. Und wenn die Wolke weg ist, dann brennt unbarmherzig die Wolke entsprechend wieder drauf und dann wird es schwierig. Und ja, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, weil die anderen Beispiele für Überdauerung, die wir gleich noch ansprechen werden, die halten nicht über viele Jahrzehnte. Ja, unter Umständen schon, aber gut, das ist auf jeden Fall das Mittel der Wahl für extrem Pflanzen und auch für viele ganz normale Pflanzen, die nicht besonders extrem sind, wie eine Tomate oder irgendwie sowas in der Richtung. Warum ist das sowohl im extremen als auch in eigentlich ganz günstigen Klimazonen jeweils unabhängig voneinander sich das entwickelt hat und sich das durchgesetzt hat? Das ist durchaus eine Sache, die man als Evolutionsforscher sehr schön sich darüber Gedanken machen kann, machen wir jetzt aber nicht. So. Aber nur falls das jetzt jemanden speziell interessiert, der sich da noch mal ein bisschen einlesen möchte in sowas. Das nächste in der Liste, die etwas cleverere, ja, kann man nicht sagen. Alle Systeme funktionieren. Wenn sie nicht funktionieren würden, dann gäbe es sie nicht. Ja, aber der eigene Tod in Kauf nehmen und nur durch die Nachkommen überleben, erscheint uns vielleicht jetzt ein bisschen radikal. So, die nächste Variante sind dann tatsächlich auch schon mehrjährige Pflanzen und alle anderen, die jetzt kommen, sind auch sozusagen mehrjährig bis hin zu uralt werdend. Und die erste und einfachste Form der Mehrjährigkeit ist, dass man oberirdisch abstirbt und die vegetationsfeindliche Zeit im Winter unterirdisch überlebt. Und das ist eigentlich alles, was eine Knolle, eine Zwiebel oder ein Rhizom hat. Knolle und Zwiebel dürfte klar sein. Ein Rhizom ist eine dicke Wurzel, eine verdickte Wurzel, die Stärke und vor allen Dingen Stärke, teilweise natürlich auch noch andere Pflanzenstoffe, Inulin und so ein Zeug, verschiedene Zuckerarten, bisschen Fett, bisschen Eiweiß, so ein Zeug einlagert und speichert und dann sind halt eben die Ressourcen vorhanden, um im nächsten Jahr direkt wieder austreiben zu können. Also folgendes, der Lebenszyklus einer Geophytenpflanze, ja, um den Fachbegriff nochmal genannt zu haben, Geophyt im Boden, ne, Geo, ja, Erde, das sind diejenigen, die sich einfach, wenn der Winter kommt, in die Erde zurückziehen, da dann eben als Knolle, als Überdauerungsorgan überstehen und im nächsten Jahr wieder hochkommen. Die haben meistens eine kürzere Vegetationszeit als zum Beispiel so eine durchschnittliche einjährige Pflanze, zumindest hier bei unseren Ökosystemen. Da sind die Einjährigen, die keimen im späten Frühjahr, vielleicht auch im Beginn des Sommers, aber dann bleiben sie auch da, bis sie quasi im Winter erfrieren oder bis kurz vorher zumindest. Und der Geophyt, typischerweise, das ist so die Pflanzenform neben der Buche im Buchenwald. Anemone, Geophyt. Maiglöckchen, Geophyt. Bärlauch, Geophyt. Schneeglöckchen, Geophyt. Ja, also nur mal, um diverse Beispielchen zu nennen. Das Schneeglöckchen kann man sich streiten, ob diesem Buchenwald gehört, aber ist auch wurscht. Das sind alles Geophyten. Also die allermeisten Waldpflanzen, die ihr mal abseits von Bäumen und Sträuchern im Walde findet, das sind fast immer Geophyten. Blumen sind, also wirklich klassische Blümchen, sind oft auch Therophyten, aber wenn man es nicht genau weiß, ist man mit Geophyt meistens auf der richtigen Seite. Das ist für uns als Mensch durchaus interessant, weil wir diese Überwinterungsorgane, sprich die Knolle, die Wurzel, die Zwiebel, auch durchaus ausbuddeln können und das dann verzehren. Siehe Gemüsezwiebel, die Zwiebel, ein typischer Geophyt. Und da ist auch genau dieses Überdauerungsorgan das, worauf wir es abgesehen haben. Woraus diese Überdauerungsorgane dann bestehen, das war
variiert. Im Fall von der Zwiebel, wenn man mehrmal eine Zwiebel zerlegt hat, weiß, das sind einzelne fleischige Blätter, also verdickte Blätter, in denen eben, damit die nicht so schnell abgebaut werden und so schnell gefressen werden, eben diese Zwiebelschärfe eingelagert wird. Das mögen viele Mikroorganismen nicht, das mögen viele Pilze nicht, das mögen viele Tiere nicht, wir schon, aber auch nur in begrenzter Menge. Wenn du jetzt 17 Zwiebeln nacheinander so reinziehen müsstest, ich weiß nicht, also ich hätte da keine Freude dran. Aber das ist tatsächlich die Technik, wieso ein Blatt, Blätter unterirdisch überleben können. Ne? Also eine Blattmetamorphose. Eine Metamorphose ist eine Anpassung, eine Strukturveränderung ausgehend von einem Blatt zu irgendeiner anderen Struktur. Und das sind dann meistens die meisten Zwiebeln, auch was man im Garten pflanzt, was man als Zwiebel irgendwo pflanzt, was dann im Herbst beziehungsweise spätestens rechtzeitig zum Winter im Boden wieder verschwindet, zurück in die Zwiebel oder eine neue Zwiebel bildet oder je nachdem. Das sind eben alles Geophyten und das sind alles Zwiebeln. Eine Knolle, das ist eine Wurzelmetamorphose. Das bedeutet, nicht die Blätter verwandeln sich zu einem Überdauerungsorgan und bilden sich dazu um, sondern die Wurzel tut das. Klassiker, nein, nicht die Kartoffel, tatsächlich nicht die Kartoffel, aber eine Rübe. Ja, eine Rübe wäre so die klassische Knolle in Anführungszeichen. Ja. Und dann gibt es tatsächlich noch so ein paar Sonderformen. Neben dem Rhizom, das Rhizom ist dann auch wieder eine Wurzelmetamorphose, wo einfach nur die Wurzel bleibt als Wurzel erkennbar. Sie wird nicht zu was ganz anderem wie einer Rübe. Sie bleibt schon noch Wurzel, aber sie wird halt eine sehr dicke Wurzel. Und eine sehr lange Rhizomwurzel reicht dann auch aus, um die notwendigen Nährstoffe einzulagern, die für den Wiederaustrieb im nächsten Jahr bzw. in der nächsten Vegetationsperiode notwendig sind. Ja. Und zum Beispiel Kartoffel. Ja, was ist jetzt die Kartoffel? Das ist eine Sprossmetamorphose. Bei der Kartoffel verdickt sich, also einfach der Ast sozusagen, also die Sprossachse genau genommen, der Stängel. Eine Kartoffel ist ja keine Holzpflanze, hat also keinen Ast. Und dieser Stängel, der wird einfach punktuell dicker. Drum haben Kartoffeln auch Knospen. Ja, wer mal eine Kartoffel zu lange hat liegen lassen, weiß, die kriegt dann Augen und dann beginnen plötzlich so kleine grüne Dingerchen da draus zu sprießen. Die treibt aus, als hätte sie Knospen. Ja, sie hat auch Knospen. Sie ist nämlich ein Stück Stängel. Und der Stängel hat Knospen. Ja, also so kann man sich das vielleicht ganz gut merken. Ich muss auf die Uhr gucken. Na, hab noch ein bisschen Zeit. So, nächster Typ. Da muss ich kurz nachlesen. Ihr seht diese Fachbegriffe. Es gibt noch so einen Zwischentyp, den hat man nicht griffbereit. Hemikryptophyten, genau. Das sind diejenigen, die größtenteils oberirdisch absterben, aber nur größtenteils, nicht ganz. Klassiker sind die Grünpflanzen, die wir in einem Winterzustand im Winter noch oberirdisch entdecken können. Löwenzahn. Löwenzahn ist so das Beispiel überhaupt. Ja, also in der Vegetationszeit, wenn der ordentlich wachsen kann, dann ist der durchaus groß. Dann hat er bekanntermaßen die Pusteblume, dann hat er so einen langen grünen Stängel. Auffällig, auch viele Blätter. Und überwintern tut er allerdings eben nur als kleine Rosette. Als kleine Blattrosette, deutlich kleiner als das, was man im Sommer von ihm sehen kann. Da macht er noch zusätzliche neue Blätter. Aber er schafft es unterm Schnee zum Beispiel oder auch einfach aufgrund einer gewissen Robustheit durchaus mit seinen Blättern, ein paar seiner Blätter, nicht mit der gesamten Pflanzenmasse, die möglich ist, sondern mit einem Rest davon, den Winter zu überdauern. Noch prominenteres Beispiel als Löwenzahn ist Gras. Guckt euch irgendeinen Rasen an, irgendeine Wiese. Sämtliche Gräser sind Hemikryptophyten. Die sind im Sommer extrem hoch, sodass man teilweise wirklich, wenn man ein kleiner Mensch ist, schon fast nicht mehr drüber gucken kann. So eine richtige Wildwiese, wenn die richtig hoch wächst, dann das kann schon mal 1,20 Meter haben, ja, wenn es gut läuft. Und im Gegensatz zum Winter, da ist jeder Vasen, als wäre er gemäht worden, sieht der dann quasi aus. Auch wenn er gar nicht gemäht worden ist, er fällt trotzdem runter auf ein ganz niedriges Niveau und nur noch so ein paar, ja, gefühlt so hohe Halme sind noch grün und bleiben übrig. Alles andere oben drüber stirbt ab, vertrocknet. Wenn man es mäht, dann nimmt man es natürlich mit, wenn nicht, bleibt von alleine liegen. Dann hast du halt eben so viele trockene Halme auf der Wiese rumliegen, aber der wirklich noch lebende Teil vom Gras, das ist nur ganz
ganz niedrig und nur ganz wenig. Trotzdem ist das möglicherweise, je nachdem wie extrem der Winter oder die Dürre ist, kann das ein Vorteil sein im Vergleich zum reinen Geophyt. Ja, der reine Geophyt gibt seine oberirdische Biomasse ja vollständig auf und lässt gar nichts mehr da, was ihm helfen könnte beim Neuaustrieb im nächsten Jahr, bereits gleich Photosynthese zu machen, sobald die Sonne da ist. Oder auch in Wintertagen, in denen ein bisschen Sonne da ist, wenigstens ein bisschen Photosynthese machen zu können, wenn es die Temperatur zulässt. Gräser können das, ein Löwenzahn zum Beispiel auch. Eine Anemone nicht, weil die ist oberirdisch vollständig weg. Oder eine Zwiebel oder sowas in die Richtung. Das ist möglicherweise ein Vorteil, es hat aber auch wiederum ein Risiko. Wenn du was draußen lässt und es kommt ein sehr, sehr kalter Winter, zum Beispiel ohne Schnee, dann musst du auch irgendwie dafür sorgen oder halt akzeptieren, dass dir dann deine draußen gelassenen Pflanzenteile möglicherweise erfrieren im Winter. Und das ist ein Risiko und das geht der Geophyt nicht ein, der Hemikryptophyt hingegen schon. Ja? Manchmal ist das besser, manchmal ist jenes besser. Ganz oft steht beides nebeneinander und beides funktioniert. Das ist also auch was, wenn ich kurz ein bisschen Begeisterung durchklingen lassen kann, darf. Da ist die Natur schon unglaublich faszinierend, dass solche sich fast schon, solche konkurrierenden Systeme direkt nebeneinander stehen können. Beide funktionieren wunderbar seit Jahrmillionen, ohne dass sich der eine gegen das andere angepasst hätte. Und so. Es wird dann irgendwann wahnsinnig kompliziert und wahnsinnig spannend. Gut, der nächste, das ist der auch so ein Zwischentyp. Den Hemikryptophyten, den sollte man eigentlich noch können. Aber den Cameaphyt, mit CH, ne? Cameaphyt, genau genommen. Das ist so das Übergangsdingen zwischen von Hemikryptophyt zu Baum. Denn der Cameaphyt. Ja, da hat sich ein ganz kleines bisschen der Fehlerteufel eingeschlichen. Also das Ding heißt Cameaphyt. Cameaphyt, irgendwie sowas, ne? Und das ist tatsächlich so ein Übergangszustand zwischen einer richtigen Holzpflanze, dem Phanerophyten, zu dem kommen wir gleich noch, und eben dem Hemikryptophyten, den wir gerade hatten, der mit einem Teil an der Erdoberfläche überwintert. Der Cameaphyt, ich sag's mal so, der Phaneophyt dann später, der die richtigen Knospen ausbildet, ein Baum oder ein richtiger Strauch, der hat halt Knospen als Überdauerungsorgan. Er schützt seine empfindlichen Pflanzenteile unter anderem mit Knospen. Und der Übergangsstadius, ne, also der Cameaphyt, der hat einen Teil Knospen für manche Pflanzenteile, für andere Pflanzenteile hat er dann wieder keine Knospen. Bekanntes Beispiel ist die Brombeere. Ne? Aber nur damit ich das jetzt hier nochmal kurz klar gemacht habe und die richtige Aussprache drin ist. Zurück zum Ben vor Ort. Brombeere. Das klassische Beispiel wäre die Brombeere. Die stirbt ein bisschen ab, die geht etwas zurück. Ja? Brombeergestrüpp im Sommer deutlich höher als Brombeergestrüpp im Winter. Brombeergestrüpp im Winter aber durchaus noch vorhanden, wie man weiß, wenn man da mal reingefallen ist. es wird also wirklich reduziert. Viel Material stirbt ab, insbesondere die Reproduktionsteile der Pflanze. Die werden besonders gerne zurückgefahren, die sterben besonders gerne mal ab. Aber die Basis, ein Großteil der pflanzlichen Biomasse, bleibt vorhanden. Und beim diesem Typus gibt es jetzt bereits die Knospe. In einer primitiveren Form, aber eine Art von Knospe ist vorhanden. Ja, es ist so ein Zwischending zwischen eben dem Hemikryptophyt, der ein bisschen was oberirdisch draußen lässt, und dem Phanerophyten, dem Baum zum Beispiel, oder auch größere, höhere Sträucher. Haselnuss ist genauso ein Phanerophyt wie eine Buche. Die lassen alles draußen. Ja, die haben überhaupt kein Material, was sie im Winter absterben lassen. Gut, sie werfen die Blätter ab, wenn sie wechselgrün sind, aber eine Fichte. Nimm eine Fichte, ja? Die ist auch ganz klar ein Phanerophyt und lässt so gut wie nichts für den Winter absterben und bringt ihre gesamte Biomasse durch die vegetationsfeindliche Zeit durch. Das heißt, da wird nichts aufgegeben, da wird alles mitgenommen. Ja, und das Geheimnis, warum diese Mitnahme jetzt eben funktioniert, bei Fichte zum Beispiel,
Lärche, na Lärche schmeißt ja wieder Nadeln ab. Nehmen wir irgendeine andere. Tanne, Tanne, das ist jetzt unser Nadelbaum der Wahl. Ja, die nimmt alles mit durch den Winter. Und wie macht sie das? Naja, sie passt die vorhandene Biomasse dahingehend an, dass die in der Lage ist, das, was in der vegetationsfeindlichen Zeit zum Problem werden kann, zu überstehen. Im Fall vom Winter Frost. Nadelbaum lagert Glycerin in die Nadeln ein und Glycerin ist ein beliebtes Frostschutzmittel. Das können wir auch tatsächlich, ich glaube sogar in dem das Zeug, was war die Scheibenwischgeschichte hier im Auto, das meine ich auch Glycerin als Frostschutzmittel drin. Bin mir ziemlich sicher, dass das so sei. Wenn nicht, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und ja, Glycerin wird in die Nadel eingelagert. Und damit können wir uns übrigens auch gleichzeitig noch kurz die Frage stellen, warum sieht eine Nadel eigentlich so aus, wie sie aussieht? Warum sieht ein Ilex-Blatt so aus, wie es aussieht? Hier, Ilex. Da. Das ist noch schön grün. Warum ist das noch schön grün? Naja, weil es ein Ilex ist und der ist immer grün. Das ist einer unserer ganz wenigen immergrünen Laubgehölze. Aber den Ilex, den habe ich euch bestimmt schon mindestens 17 Mal in irgendeinem anderen Zusammenhang gezeigt, aber da, jetzt das Bild trägt, macht nichts. Aber da steht er jetzt halt gerade. So, und die haben eben erstmal die Möglichkeit, im Fall, wenn sie immer grün sind, Frostschutzmittel in ihre Blätter einzulagern, dicke, feste Blattstrukturen zu bilden. Eine Nadel ist ja auch immer dick, immer fest. Die bricht eher, als dass sie biegt, je nachdem, was für ein Nadelbaum das ist. Manche Nadeln sind auch etwas flexibler, aber Nadeln sind eigentlich fast immer stabiler, mechanisch stabiler als Laubblätter von einem wechselgrünen Baum. Und drum brauchen die eigentlich außer Frostschutzmitteleinlager nicht mehr viel zu tun, um niedrige Temperaturen zu überstehen. Die niedrigst überlebenden immergrünen Bäume Europas ist die Arve oder Zirbelkiefer, Zirbe auch gerne genannt, zu finden in der Schweiz und in Österreich größtenteils. Und die hält minus 40 Grad aus, ohne Nadeln abzuwerfen. Die Lärche hält noch ein bisschen niedrigere Temperaturen aus, aber die muss die Nadeln dafür abwerfen. Deswegen, wir dürfen davon ausgehen, dass minus 40 für zumindest mal europäische Gehölze, in Sibirien sieht es noch mal ein bisschen anders aus, so die Grenze ist, ab der dann Nadeln abgeworfen werden müssen, ab der eine Strategie her muss, wo man den Winter zumindest mit der grünen Pflanzenmasse nicht mehr überstehen kann. So, und was macht der Laubbaum? Der hat ja bekanntlich gar keine grüne Pflanzenmasse mehr, die schmeißt er ab. Nicht da sein. Ein ähnliches Prinzip wie tatsächlich der Therophyt ganz am Anfang. Auch der ist einfach nicht da und hat dann keine Sorgen mit dem Winter. Nur, dass beim Laubbaum halt eben nur die Blätter abgeworfen werden und dafür hat er dann noch für die nächste Generation an Blättern jetzt bereits gebildet. In dem Moment, wo die alten Blätter wirklich unten sind, ist die Knospe meistens schon fast fertig oder wirklich schon fertig. Und die Knospe, das, was wir als Knospe kennen am Baum im Winter, am Laubbaum, das ist das Überdauerungsorgan für die ganz, ganz jungen Mini-Mini-Mikroblätter, die in der Knospe und auch die Mikroblüten, je nachdem, die in der Knospe eben einfach geschützt sind. Und die Knospe hat ja diese dicken Schuppen drumherum, je nachdem, was das für eine Knospe ist. Und die dienen als Frostschutz. Und das junge Mikroblatt, das drin ist, das ist in trockener Form drin. Das heißt, da ist kein Wasser drin. Und wo kein Wasser ist, kann auch kein Wasser gefrieren. Und dann kann sich das Wasser auch nicht ausdehnen und irgendwas zerreißen. Das wäre nämlich das Problem, was bei Nadelbäumen passiert. Wenn der Winter zu kalt wird, dann gefriert das Wasser im Inneren der Nadel. Und die Nadel würde platzen, wenn sie dann nicht mechanisch sehr stabil wäre. Es gibt also durchaus Nadeln, gerade die sehr harten, Fichtennadel wäre genau so ein Beispiel, die sehr harten Nadeln, die dann auch das Gefrieren des Wassers in sich selbst überleben, weil sie einfach so stabil sind, dass die Ausdehnung des Wassers im Inneren nicht ausreicht, um da irgendwelches Gewebe zu zerreißen. Ja, und das ist es im Grunde. Knospen, möglicherweise begegnen uns Knospen nochmal irgendwann im Laufe dieses Adventskalenders. Darum möchte ich da gar nicht so sehr drauf eingehen, auf die lieben Knospen. Und ich habe ein bisschen überzogen, aber ich glaube, das war trotzdem noch im Rahmen. Ich bedanke mich, das war Folge 1. Morgen geht's weiter mit keine Ahnung was. Ich weiß es nicht auswendig. Ich könnte es euch verraten, würde es euch sogar verraten, wenn ich es wüsste. Ich weiß es noch nicht. Dankeschön und bis morgen. Macht's gut.